Hallo und herzlich willkommen zu Pacific Drive. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr dabei seid. Angespielt. Wir gucken mal rein, was wir hier in diesem Spiel so alles machen können. Und in der Natur der Sache liegt, dass in einem Angespielt eben nicht das ganze Spiel gezeigt werden kann. Diese Videos sollen immer nur einen kurzen Eindruck vermitteln. Ich denke mal ein Stündchen werden wir hier wohl schon reinschauen. Und wenn euch das Spiel dann gefällt, dann könnt ihr es euch natürlich auch selbst zulegen und mehr entdecken. Ja, ich würde sagen, ohne weiteres Vorgeplänkel gleich direkt rein. Der Key wurde mir zur Verfügung gestellt. Ihr wisst ja, volle Transparenz und so. Aber natürlich keine Auflagen. Niemals Auflagen darüber, was man zeigen kann, was nicht, was man sagen soll, was nicht. Solche Sachen mache ich nicht mit. Und die gibt es bei mir nicht. Okay. Jetzt aber los auf Spielen und wir haben hier erstmal so einen schönen Zeitungsausschnitt. Pacific Drive, der hohe Regenwald, Hurricane Ridge, Color Loch und Ruby Beach, Lake Crescent. Ja, das sind alles Dinge hier und naja, wir sollen jetzt hier erstmal, ist wahrscheinlich einen Speicherpunkt anlegen, das machen wir dann mal. Möchtest du die Einstellung vorm Starten anpassen? Du kannst sie jederzeit im Spiel ändern. Ja, wir schauen mal rein. Ah, okay, das sind aber die Settings, ja, das habe ich mir schon angeschaut. Wir starten dann mal direkt und ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich blind. Ich bin 2 Minuten mit dem Auto gefahren. Das ist das Einzige, was ich schon gemacht habe. Aber jetzt kommt erstmal das Intro. Ist leider unvertont, ich werde es euch vorlesen. Die Olympic-Halbinsel war im Jahr 1947 Geburtsort einer vielversprechenden neuen Technologie. Schnell verbreiteten sich Gerüchte über fantastische Erfindungen, die diese Technologie ermöglichte, aber auch über nächtliche Evakuierungen, mysteriöse Vermisstenfälle und, oh mein Gott, die Regierung regelte die Halbinsel 1955 teilweise ab und legte das Sperrgebiet der Olympic Exclusion Zone an. Das Sperrgebiet wurde über 30 Jahre hinweg mehrfach erweitert, bis die Regierung es schließlich stilllegte und sämtliche Zugänge versiegelte. Was darin geschah, wurde niemals öffentlich gemacht. Okay. Wir arbeiten offensichtlich für einen Zustelldienstleister oder sowas. Und das ist die Olympic-Halbinsel 1998. Südlich der Schutzmauer. Wir sollen jetzt hier wahrscheinlich da die Aufgabe erledigen. Ich guck mal kurz um. Das ist unser Auto. Sehr schön. Mit W&S beschleunigen wir. Dann geben wir mal Gas. Bremsen funktioniert auch. Okay. So, wir haben Rückspiegel. Funktionieren. Mit A und D wird geleckt. So. Und wenn wir da hinten um die Biegung fahren, dann ist alles für mich neu, weil soweit habe ich nur geguckt, ob alles funktioniert. Die Musik ist recht laut. Aber immerhin ist es Streamer-Safe Music. So, dass es hier keine Claims gibt oder sowas. Wir fahren jetzt hier erstmal einfach immer weiter, glaube ich. Und dann kriegen wir wahrscheinlich während der Fahrt so ein bisschen Tutorial gezeigt. Scheibenwischer ein aus mit C. Okay, jetzt fängt es an zu regnen. Dann machen wir die mal an. Funktioniert. Und die Steuerung ist mit einem Gamepad hier in dieser, zumindest im Fahrmodus, wahrscheinlich etwas entspannter. Wow, 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 wow. Wow. Weil, Cursor-Tasten sind halt eben nicht analog. Da gibt es so einen aus, da kann ich nicht sanft lenken, sondern einfach immer nur volles Pfund. So, es wird dunkel. Jetzt wäre der Lichter mal ganz nett. Aber okay, ja, ein bisschen vorsichtiger sollte ich schon fahren. Wo wird das Licht denn jetzt mal erklärt, bitte? Aber L? Nee, L macht nix. Dann fahren wir erstmal weiter.
Atmosphäre passt auf jeden Fall. Finde ich sehr schön. Jetzt kommt Scheinwerfer mit Y. Moment. So, okay. War ja weitstrahlend, die aber nicht gerade. So. Scheibenwischer mach ich mal aus. Das Radio verliert offenbar das Signal. Ich bin ja eigentlich ein ziemlicher Schisser. Man fragt sich schon, was hier jetzt los ist. Warnung. Hohe Radiation Levels wahrscheinlich. High R Levels Facility. Extreme Caution advised. Okay. Eieiei, ein alter Komplex hier. Wir fahren mal langsam weiter. Es ist schon spooky. Aber Leute, es ist kein Gruselspiel, soweit ich weiß. Oh, hier geht's nicht weiter. Okay, ich glaube, wir müssen da rein. Das Ganze ist ein Survival-Spiel. Das Schild sieht aber nicht so schön aus. Survival mit with a twist sozusagen. Denn wir haben hier das Auto und was ich weiß aus Trailern ist, dass wir dieses Auto immer weiter aufrüsten, verbessern können, reparieren und so weiter und so fort. Und ja, das müssen wir natürlich Ressourcen finden und so weiter. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Junge, 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 da fahren wir vielleicht mal nicht durch. Wow, 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 wow. Uah, die komplette Schwärze am linken Fenster. Oh, ich krieg doch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich bin wirklich... Ah, hier ist auch nochmal was. Okay, also den Dingern weichen wir definitiv mal schön weiter aus. Ist halt einfach echt spooky. Warum fahren wir eigentlich hierher? Boah, guckt euch das mal an hier. Junge, Junge, was geht hier ab? Ja, yo. Oh nein, nicht ehrlich. Ist nicht euer... Oh, bitte, lasst den Wagen wieder... Oh! Jo, alles klar. Okay. Alles klar. Ich bin unterwegs, ja. Was ist hier passiert? Wer sind wir nun? Jetzt sind wir ohne Auto offensichtlich. Ach, ein schöner Wasserfall, das ist beruhigend. Hier fliegen irgendwelche... Steine offenbar durch die Luft, Gravitation auf den Kopf gestellt. Die Olympic Exclusion Zone. Okay, WASD, gehen. Bring dich in Sicherheit. Finde eine Transportmöglichkeit. Wow. Das sieht ja wirklich fantastisch gut aus. Okay, wir gehen mal. Was ist schon sicher? Mit Shift können wir sprinten. Dann sprinten wir mal. Das sieht schon cool aus. Ich glaube, das war unser Auto hier. Ja. Das sind Teile unseres Autos. Ich hätte beim Reifen schon stutzig werden können, aber spätestens mit dem Motor und der Tür hier wird mir dann doch klar, dass das Auto wohl offensichtlich dann doch nicht mehr fahrbereit ist. Wo muss ich hin? Da ist ein Zaun. Ich schätze mal hier hin. Ich habe keine... Ah, da unten. Da ist eine Höhle. Wir gehen da mal rein. Wie das aussieht hier, oder? Ist schon sehr cool gemacht. Sehr stimmig. Und hier ist Licht und ich Licht liebe ich. So. Okay. Mit Steuerung ducken, alles klar. Das war die gedrückt halten. Ja, muss man gedrückt halten. Aber wir sind ja schon durch. Es wird wahrscheinlich springen erklärt, wenn ich das richtig sehe. Ja, Leertaste, was auch sonst. Das ist schon nice. Fußtritt. F. Man sieht seinen Fuß leider nicht. Oh,
Someone out there? Hello? What a sworn. Ja, hallo. Francis, the radar's acting up again. You were supposed to tune up this piece of junk years ago. Radio? Das ist Funkgerät hier oder was? Wir haben auf jeden Fall ein Auto. Bringe das Rad wieder an. Welches Rad? Warte mal, achso, okay. Ich dachte schon, wir hätten das Rad mitnehmen müssen, was wir vorhin gesehen haben. Nee. Okay, also. Wir heben das Rad auf. Ah, müssen wir gedrückt halten, okay. Und dann bringen wir das hier wieder an. Sommerreifen montieren, okay. Alles klar, einsteigen. So, wir haben auf jeden Fall wieder ein Auto. Es ist nicht so toll, aber es ist fahrbar vielleicht. Schauen wir mal. Motor starten. Okay, cool. Scheibenwischer, können wir auch so bedienen, das Ganze. Yes, it's back. It's back. This is Tobias Barlow and Francis Cook, located in Midzone Sector B. Do you read me? I'm picking up your distress signal in the outer zone. It looks like you're somewhere around Sector E. Hey, Francis, come here. Yes, it's urgent. Leave that interferometer alone for a second. Something is out there. Okay, jemand hat uns auf jeden Fall entdeckt, weiß, dass wir hier sind. Scheinbar zwei Jungs, die uns jetzt wahrscheinlich zu sich lotsen. Ich kann nicht fahren. Hey, we got a live one. Hey, do you copy? Ja, das sollte vielleicht auch ein... Hello? Sollte den Gang einlegen. They don't have a transmitter. We won't hear a thing back. Huh. But if they're stranded, could they mean... They're from outside? They're a preacher? Hey, how did you get through the barrier wall? No one's gotten into the zone in ages and lived to tell about it. And if we don't get them to safety, this one won't either. That's a good point. Hey, you're in serious danger. The instability's closing in, and it's gonna scramble you quicker than beef in a blender. Your closest shelter is a few miles east. Get there, however you can, and be quick about it. Okay. Also ich habe euch das jetzt nicht übersetzt, weil gleichzeitig quatschen mit VoiceOver ist immer ein bisschen blöd. Ich hoffe, ihr habt es also gelesen. Die Jungs lotsen uns Richtung Osten. Scheinbar kommt irgendeine Instabilität immer weiter auf uns zu. Und wir sollen uns jetzt auch schon ein bisschen beeilen. Ein paar Meilen Richtung Osten. Der Wagen zieht übrigens krass nach rechts. Ich muss ständig wieder ein bisschen gegenlenken. Nur damit ihr wisst, warum ich hier so komisch fahre. Nee, der Wagen ist nicht schon wieder ausgegangen, oder? Also das kennen wir doch schon. Zapf Benzin ab. Achso, ja, okay. Ah, will ich aussteigen? Womit soll ich das denn ab... Halt! Oh mein Gott! Gibt's hier eine Handbremse? Das ist total genial. Also... Junge, 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 das finde ich ja richtig geil. Vergessen, Parkgang einzulegen, ist ein Automatikgetriebe. Superklasse. Ich suche deinen Kofferraum nach einem Benzinkanister. Gott. Wenn da einer ist, ist der bestimmt rausgefallen. Was ist denn das hier? Oh, das ist der Benzinkanister. Der klebt aber in irgendeinem Zeug fest. So, zapfe Benzin aus dem liegen gebliebenen Auto ab. Haben wir denn noch einen Schlauch dabei? Wo hat der denn so ein Benzin hier links, rechts, da? Abzapfen. Ah, wir haben eine Pumpe, sehr schön. Oben rechts steht die Prozentanzahl. Wir sind bei 80. Und jetzt sind wir voll, okay. Dann tanken wir mal unseren Wagen. Auch links. Oh, ein kleines Kanisterchen, ne? Okay. Wow, 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 wow. Okay, die Anomalie, sie nähert sich wieder. Oh, verdammte Axt. Uiuiuiui. Whoa, 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 wait, hold the phone. There it is again, that blip on the spectrometer. I've seen that waveform before, but where? Okay, wir sind raus. Could it be? A remnant? It can't be. There hasn't been one in decades. Look at that spectral fingerprint and tell me that doesn't match the remnants exactly. No, no, no. What we should be looking at is how fast this creature seems to be moving. Huh.
You know, if I didn't know better, I'd say they're going about the speed of a... No way. No way, do not tell me. They found a remnant and it's a car this time? Holy okay. Cripes! No one's had working wheels in here for ages. Boy, I'd kill to know how a combustion engine's still chugging away out there. Okay, let's not get ahead of ourselves. First, the breacher needs to get to safety. Then we can look into whether that car is a remnant or not. In my heart of hearts, I already know. They're back, baby. Okay, offensichtlich gibt es sowas wie Relikte und dieses Auto scheint wohl ein Relikt zu sein. When you find that shelter, go on and let yourself in. Albie ain't gonna like you poking around in there, but better to face a bad side than let the zone eat you alive. Und wir werden jetzt hier als Breacher bezeichnet, offensichtlich also jemand, der die Sperre überwunden hat. Und jetzt sind wir hier halt, ich habe eine Frage, warum leben denn die Jungs hier überhaupt in dieser Zone? Was machen die hier? Sind die verrückt? Hätten wir da hingemusst? Oh Gott, es gibt links oder rechts. Wo ist Osten? Osten ist richtig, wir fahren Richtung Osten. Da ist ja ein, auf dem Armaturenbrett. Ist ein Kompass. Da ist doch was. Da ist doch ein Häuschen. Hier ist doch was. Sind wir hier safe? Bitte lass uns hier sicher sein. Der Wagen zieht so nach rechts. Was ist jetzt? Oppis Werkstatt. Okay, wir sind da. Soll ich da reinfahren? Finde einen Weg ins Gebäude. Mit Auto oder ohne? Muss ich hier rein? Weil da steht öffnen. Oder war da, ah, das war die Tür nur. Ja, pass auf, ich steig mal aus. Also Moment mal, erstmal Parkstellung ausmachen. Aussteigen. So, okay. Benzinkanister zurück. Okay. Finde einen Weg ins Gebäude, heißt es hier. Das, da leuchtet was. Jetzt leuchtet nichts mehr. Okay, aber hier kommen wir nicht rein. Ja, auch nicht. Warum leuchtet das hier? Keine Ahnung, warum ist das hier so dunkel, Mensch? Haben wir auch Scheinwerfer? Nein. Warte mal, soll ich hier vielleicht hochspringen? Sehr dunkel. Ich hoffe, ihr könnt wenigstens irgendwas sehen. Aber erfahrungsgemäß, wenn es für mich dunkel ist, dann ist es für euch noch dunkler. Ah, hier ist ein Eingang, meine Güte. So, hallo. Schalte den Strom ein. Lege den Sicherungsschalter um. Wir sind in Oppis Werkstatt. Nimm dir den Rucksack auf der Werkbank. Liegt das Mechanikerauge. Nimm das Mechanikerauge-Headset, das neben der Karte hängt. Attention! This message is for Dr. Ophelia Turner. We send a breacher to your garage on official zone business. Now we have it on very good authority that this person is in possession of a remnant, which has taken the form of a car and Get off the remnant thing. She's not gonna care. Right, like I said, super official zone business. Protocol demands that you keep them alive until we can get them to safety. Now, if you do not comply, I will occupy this broadcast channel with a recitation of the entire collection of poems I've personally written. That's 10 years and 17 volumes and... Oh, that voice cuts like a nail gun to the skull. So, another breacher, huh? How do you... Outsiders not understand that Arda didn't build that 300-meter wall out there for fun. Unless you're one of the unfortunates who got zapped through. Wait, I just remembered. I don't give a damn why or how you got here. You're trespassing, and I'd kindly like you to get the hell out of my zone. Oh, God.
unfortunately. The barrier wall is as fortified against breaches trying to get in as it is against anyone or anything trying to leave. We have to find you a way out. So you might as well start by fixing up that car. Just don't break anything in my shop with those soft hands of yours. Okay, also die Besitzerin des Shops ist offensichtlich nicht so glücklich damit, dass wir hier sind. What? You need help? There's a headset somewhere in the garage. Put it on. The built-in diagnostic will tell you what needs fixing up. Okay, dann setzen wir das jetzt mal auf. So. Verarzte dich. Ah, wir haben oben links jetzt Stats. Also, unsere Gesundheit ist bei 36%. Das ist nun wirklich nicht gut, aber wir sollen da hinten das Erste-Hilfe-Set benutzen, oder? Den Erste-Hilfe-Schrank. Und hier können wir uns jetzt heilen. Ja, wunderbar. Wir sind bei 100%. Jetzt sollen wir das Auto reparieren. Fahre das Auto in die Werkstatt. Das machen wir noch glatt. Das machen wir noch glatt. Ach, da ist noch ein Reifen, okay. Bring das Rad wieder an. Wann ist uns das denn abgefallen? Es ist schon wieder das gleiche Rad, ja. Offensichtlich nicht so besonders gut von uns festgeschraubt gewesen. So, okay. Ah, und jetzt mit diesem Headset werden uns auch diverse Sachen angezeigt, die wir vorher nicht hatten. Das finde ich schon mal gut. So, jetzt fahren wir mal erstmal in die Werkstatt rein. Ich würde sagen, wir fahren rückwärts rein. Leider klappt das Lenken überhaupt nicht gut. Okay. Einparkhilfe. Halt, Stoppe am Stehen. So. Parkposition. Scheibenwischer aus. Motor aus. Aufsteigen. Aussteigen, nicht aufsteigen. Okay, also wir kriegen hier Sachen wie primitive Tür. Primitive Platte. Alles ist halt irgendwie primitiv oder gar nicht vorhanden. Und das lässt sich halt alles verbessern. So, ersetze eine Autotür. Okay. Ja. Mach ich, aber wie? Also, mit Pfeil nach rechts. Nee, das ist nicht der rechts, sondern das ist Tab. Alles klar, die Baupläne. Okay, jetzt sind wir das erste Mal im Interface hier und wir sollen hier eine primitive Tür auswählen. Mit ein wenig Mühe lässt sich dieses abgehalfterte, schwächliche und verrostete Stück Metall öffnen und schließen. Es schützt sich auch vor Regen und Wind und erfüllt damit gerade so alle Anforderungen einer Tür. Zustand 30, Schutz vor Kollision 0. Dafür brauchen wir ein paar Dinge. Metallschraub, Plastik, Klebeband, Glasscherben. Okay, wir sollen das an die Checkliste heften, scheinbar. Mach ich dann mal. C. Okay. Haben wir gemacht. Gehen wir hier wieder raus. Hole die Gegenstände auf deiner Checkliste, die jetzt links ist, aus dem verlassenen Auto hinter der Werkstatt. Hinter der Werkstatt ist auch noch ein Auto. Ah, da, das da. Ich suche den Kofferraum des verlassenen Autos. Gut, fangen wir mal mit an. Ich suche die Werkzeugkiste drin, neben dem Werkstatttor nach einem Brecheisen. Alles klar, wir können also nicht einfach so irgendwas machen. Wir brauchen schon auch Tools, also Werkzeuge. Und hier stehen Werkzeugkasten. Das durchsuchen wir jetzt. Und wir finden ein Brecheisen und Klebeband und Mechanikerkit. Das können wir jetzt hier mitnehmen, okay. Und das ist unser Rucksack schematisch dargestellt. So, mit Brecheisen ausrüsten, Inventar öffnen. Wir haben das Brecheisen in die Hand gelegt, bricht den Kofferraum auf. Okay, wir haben ein bisschen Glas. Eine Fackel. Kann man die Sachen auch drehen? Können die Sachen also auch drehen. Es ist also auch ein bisschen Inventarpuzzelei. Noch eine Fackel. Die lassen sich stecken. Noch eine Fackel. Nee, die lassen sich nicht. Lassen die sich stecken? Ich hatte doch da schon zwei. Ist egal. So. Okay. Fehler. Was ist denn hier Fehler?
Gegenstände ungesichert, Verlust möglich. Oh, ja, okay, alles klar, ich verstehe. Was heißt denn ungesichert? Okay, jetzt hat es ja geklappt. So, ich suche den Müllcontainer. Was geht hier los? Hallo? Okay, der hat einfach ein paar Teile ausgespuckt. Zum Beispiel die Fackel, noch eine Fackel und ein Verschrotter. Das ist doch wohl neues Werkzeug. Da ist er. Verschrotte die Räder, Platten und Türen des verlassenen Autos. Okay, also, das wird dann wohl so gehen. Fangen wir mit den Rädern an. Wir verschrotten einfach alles. Und sammeln die Teile auf. Kriegen wir Gummi, Zahnräder und unser Inventar ist voll. Okay. Warte mal, neu ordnen. Da muss doch noch mehr reingehen, ganz ehrlich. So. Ach, diese sind nicht gesichert. Ah, okay, verstehe. Ach, das heißt, dass... Okay, hier ist, die dürfen scheinbar nicht über diese Linie gelegt werden, aber für diese Sachen ist das kein Problem. Ach, dann ist das hier eine kleine Tasche. Das ist eine kleine Tasche in der großen... Ah, verstehe, alles klar. Ja, warte mal, dann müsste es doch, wenn ich es ganz reinlege... Ja, das geht. Das geht also schon, okay. Dann machen wir jetzt so, so, so und so. Dann haben wir die kleine Tasche schon mal gefüllt. So, und jetzt kann man doch noch mehr aufheben, jawohl. So, okay. Hol die Gegenstände auf deiner Checkliste. Was haben wir denn alles? Also wir haben alles. Nee, uns fehlt noch Schrauben. Wir zerlegen weiter. Also Metallschrott haben wir eigentlich schon genug. Nee, jetzt haben wir genug. So. Da, Glasscherben. Haben wir aber auch genug. Ich nehme trotzdem alles mit. Uns fehlt noch hier... Was ist das da? Das hier fehlt uns noch. Ich kann... Keine Ahnung, was das für ein Symbol ist, aber wir machen einfach weiter. So. Klebeband. Plastik. Plastik ist alles klar. Jetzt haben wir genug. Gucken wir mal, ob ich noch alles mitkriege hier. Jawohl. Dann gehen wir mal wieder zurück in die Werkstatt. Stelle in der Werkstatt eine primitive Tür her. Gut, machen wir. Werkbank. Mit E benutzen. Okay. Primitive Tür. Herstellen. Okay. Ja, nochmal können wir nicht. Aber haben wir die jetzt? Ja, wir haben sie in der Hand. Gut. Montiere die primitive Tür. Link das. Jawohl. Nicht schön, aber eine Tür. So. Hole den Reparaturkit aus dem Spind. Aus dem Spind. Reparaturkit wird gemacht. Das ist Reparaturkit. Was haben wir noch da? Ist ein Ersatzreifen, Erste-Hilfe-Set und Chemikalien. Schadet wahrscheinlich nicht. Reifen kriegen wir jetzt nicht untergebracht. Reparaturkit ausrüsten. Benutze Reparaturkit, um das Auto zu reparieren. Alles klar. Ja, zum Beispiel diese Stahlplatte, die ist vom Zustand ja fast runter, sehen wir an den Balken. Und, ja, jetzt sieht das schon besser aus. Die ist wieder vollständig hergestellt, gut. Dann, die Tür ist definitiv hinüber. Das ist ja echter Zauberkit. So, wir müssen, strukturelle Teile haben jetzt 73%. Wir machen einfach weiter mit der Reparatur.
Die können wir nicht reparieren. Die ist in Ordnung. Die ist nicht in Ordnung. Okay. Eine Heckstoßstange haben wir gar nicht dran. Die Tür ist gerade neu. Die Tür braucht noch ein bisschen Reparatur. Und diese Platte ist auch hinüber. Okay, so jetzt haben wir übrigens eine Ladung von dem Kit verbraucht. Jetzt haben wir nur noch zwei Ladungen. Und da ist so ein Balken drunter hier. Und wenn der leer ist, dann ist eine Ladung aufgebraucht. Das habe ich jetzt gerade gesehen. Haben wir denn sonst alles einigermaßen in Ordnung? Ja, also alles, was wir jetzt reparieren können, ist auch in Ordnung. Weil, ne, das müssen wir noch reparieren hier. Ah, scanne den Platten. Okay, scannen mit C. Repariere das Auto. Ah, okay, wir haben alle Reifen gescannt. Indem du ein Abdichtkit herstellst und benutzt oder ersetze den Platten gegen den Ersatzreifen im Spind. Nee, wir reparieren das. Ach cool, das Symbol, was wir hier für Platz sehen, das wird übrigens auch, wenn man Reifendrucksensoren hat oder sowas im Auto, das ist das gleiche Symbol. Finde ich gut. Abdichtkit. Baupläne. Abdichtkit. Und da fehlt uns eigentlich nur nochmal Klebeband. Das heißt, da nehmen wir nochmal den Verschrotter. So. Da werden wir doch wohl noch irgendwo nochmal Klebeband herkriegen. Da hätten wir schon mal ein Beispiel. Klebeband. Nochmal Klebeband. Okay. Ja, ich hätte das natürlich auch direkt anheften können wieder mit C. Jetzt haben wir irgendwie gar nichts. Jetzt hat er das alles nicht gezählt, oder was? Ah, jetzt hat er sich aktualisiert, als ich was Neues aufgehoben habe. Okay. Ja, wir haben alles, was wir brauchen. Dann stellen wir jetzt einmal das Abdichtkit her. Das müssen wir wahrscheinlich wieder an der Werkbank machen. So, ein Abdichtkit herstellen. Jetzt kannst du Löcher und Lecks verhöhnen, während du sie auf rasante, beinahe frenetische Weise mit dieser hastig zusammengestellten Sammlung von Materialien flickst. Danach kannst du dich fragen, warum du mit einem Loch gesprochen hast. Okay. Ah, wir haben es auch schon ausgerüstet. Ah ja, wir haben es in der Hand. Es sieht interessant aus. So. Das ist der Reifen, auf den es ankommt. Dann wollen wir mal. Repariere das lockere Rad. Scanne das lockere Rad. Rüste ein Mechaniker-Kit aus. Haben wir sowas? Ja, das ist ein Mechaniker-Kit. Verwende den Mechaniker-Kit, um das lockere Rad zu reparieren. Okay, dann fällt das nicht mehr ab. Es ist ja schon mal abgefallen. Oh ja, das merke ich mir. Einfach mit dem Schraubschlüssel zweimal auf den Teil draufkommen. So, Vorbereitung für das Sperrgebiet. Rüste das Auto aus. Baue Pappkartons im Kofferraum ein. Pappkartons im Kofferraum einbauen. Warnung, in den Händen tragen. Ja, okay. Okay. Okay, sind eingebaut. Baue eine Werkmatte in den Kofferraum ein. Werkmatte. Wir klauen der Oppi hier das ganze Equipment, aber gut. Oh, so. There's a little prototype of mine in the garage. The Arc device. Hook it up to your car, wherever it'll fit. Ah, okay. Jetzt ist sie freundlich und hilft uns noch. Das ist ein Arc-Gerät, das wir noch einbauen sollen. Auf dem Beifahrersitz, okay. Ah ja. Nice. This beauty won't just be your tour guide. It's your North Star and the only way back to safety. Heck, you should consider it the Father, Son, and Holy Spirit if you plan on staying alive. That's how important this thing will be to you. Yes, that's my very own invention. Huh. I'll tell you more about it if you live long enough to use it. Das ist ja cool. Frage ist nur,
Frage mich gerade, warum es in diese Richtung zeigt. Brauchen wir es denn nicht als Fahrer hier? Also warte mal, ich steig mal kurz ein. Das ist doch jetzt falsch gedreht. Ah, es dreht sich automatisch. Ach, sehr cool. Okay, sowas liebe ich ja. Steigen wir wieder aus. So. Vorbereitung. Wir müssen jetzt noch einen Zahnradbauplan neben dem vorderen Werkstatttor nehmen. Wo ist denn da? Ein Bauplan. Ah, okay. So lernen wir also neue Dinge. Und da ist noch ein Bauplan. Impulshammer. Mhm, okay. Betanke dein Auto. Nutze die Pumpe, um den Benzintank zu füllen. Sehr gerne. Cool mit dem Schlauch gemacht. Sehr schön. Bleibt leider nicht an den Reifen hängen. Aber das ist dann, denke ich, meckern auf hohem Niveau. So, Fahrzeug ist voll. So, lege den Schalter um, um die Batterie aufzuladen. Das machen wir erstmal wieder zu hier. Ja, wir stehen hier irgendwie auf so einem komischen Batterie-Ding. Aber hier... Ah, okay, wir nehmen einfach... Ups, das ging schnell. Wähle ein Ziel auf der Karte. Auf welcher Karte? Auf der Karte. This is the zone. Within these borders, all matter has lost the ability to hold a constant physical state. What that means is the shape, size and makeup of just about everything constantly changes. A mile of grass can turn into 10 miles of swamp in the blink of an eye, and it does constantly. It's caused by something we call instability. We're completely surrounded by it, and once you've watched it chew through entire mountain ranges, you'll understand that you don't want to get anywhere near it. We can only survive here within pockets of stability. That's what you're standing in now. And that's what you're seeing mapped on the route planner. If we're going to find you a way out of the zone, you'll need to build a new antenna. Until then, you won't be able to detect stabilized routes beyond your immediate area. So, you've got to go hunting for parts, and that means taking a drive. Go on, pick a route. The Arc device in your car will then show you where you need to go. Alles klar. Wir haben nur ein mögliches Ziel. 3 Stunden, oh mein Gott. Okay. Kriegen ein paar Informationen auf der rechten Seite. Das ist Knotenpunkt E8, das ist die Werkstatt. Da oben ist Knotenpunkt E5. Und Feuchtwald scheint das Biom zu sein. Ein stabiler Ausgang. K-Lim für Portal. Okay, Knotenpunkt Verhältnisse. Da ist irgendeine Warnung, aber unbekannt. Was die Verse da oben rechts, die beiden Balken bedeuten mit der Uhr und diesem gelben, doppelt durchgestrichenen Kreis, kann ich euch gerade nicht sagen. Routenanalyse. Weiß ich auch nicht so richtig, was das alles ist. Das werden wir wohl noch lernen. Und ich schätze, dass das da unten in der Übersicht möglicherweise Dinge sind, die man da finden kann. Aber wir wissen halt noch nichts über das Ziel. Okay. Ah, Legende ein aus. Das... Ah! Oh mein Gott! Es gibt eine Legende. Ja, Knotenpunktstabilität, das ist das mit der Uhr. Der ist oben okay. Stabiler Anker, niedrig. Okay. So, die unstete Lage im Sperrgebiet kann sowohl die Umgebung als auch alles, dem du draußen begegnest, drastisch verändern. Plane auf jeden Fall. Auf jeden Fall im Voraus, alles klar. So, und dann haben wir hier, das ist alles okay. Die atmosphärische Stabilität, Anomaliendichte, Strahlungsdichte, Sturm im Sperrgebiet, Dichte an Benzin, Fahrzeugdichte. Die Gebäudedichte ist niedrig und die Ressourcendichte ist keine. Das heißt, wo wir hinfahren, gibt es schon mal keine Ressourcen. So, dann haben wir da unten noch weitere Symbole. Unten rechts Kartendiagramme und Gefahrenarten. Okay, also, seltsam, Explosion, durchstechende Elektrizität, Säurestrahlung, physisch, okay. Reliktgeist. Frage ist dann, oben steht das, der Kreis mit den 2 durchgestrichenen Balken für stabiler Anker. Hier unten links wird er nicht in der Legende erklärt.
Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Okay, also nicht alles wird erklärt. Okay, ja, wir sollen das Ziel auswählen. Machen wir natürlich. Off you go. Make a left out of the garage and follow the access road. So, okay. Dann sollen wir mal losfahren. Dann machen wir das mal. Gut, dass ich rückwärts eingeparkt habe. Wir müssen offensichtlich in die Richtung fahren. Oh, was ist denn das hier alles? Connected. Vorsicht. Macken. Okay, das sind Teile, die fehlen. Ja, das passt. Okay, ja, wir steigen ein. Erstmal. Okay. Was ist das denn alles hier? F. Shift. Mhm. Okay. Wir sind hier. Wir müssen dahin. Ich drehe mal kurz hier draußen um. So, immerhin die Werkstatt zählt als sicherer Ort. Das heißt, hier wissen wir, kann uns mal nichts passieren. Das ist natürlich immer schon schön. Okay, jetzt müssen wir nach links. Ja. Kommt noch jemand anderes? Ich glaube, auf Verkehr müssen wir hier nicht wirklich achten. Immerhin mal was. Fahre auf die Straße. Okay, starte deinen Monitor. Ja. Fahre auf die Straße. Ich bin auf der Straße. Ich muss bis da hinten hinfahren erstmal. Okay. Da machen wir das mal. Oh, wow, wow. Was ist los? Ah ja, okay. Jetzt wird jetzt nochmal die Route angezeigt. Jetzt kriegen wir nochmal das gleiche, was wir auf dem anderen Ding hatten. Können wir uns jetzt hier auch nochmal ansehen. Die gleichen Informationen würde ich sagen. Ein bisschen mehr sehen wir hier aber schon noch. Fahrzeugstatus und so weiter. Wir können hier auch zoomen. Rein, raus. Das ist die gesamte Karte. Ja, wenn das die gesamte Karte ist, haben wir hier schon ein ganz schönes Stück vor uns. Das sieht böse aus. Sind das Berge oder sind das einfach völlig verrückte Gebiete, wer weiß, wir werden es sehen. Da ist eine Tankstelle scheinbar. Da ist ein Hase im Loch. Ja, okay. Ah, okay. Ich verstehe. Wir müssen den Weg nicht fahren, sondern wir werden quasi in der Nähe abgesetzt. Warum ist es hier rund? So, K, Knotenpunkt E5, Radiosender, Wohngebiet Feuchtwald, Äußerer Ring. Okay, Newbie, I'll keep this simple. Don't want to overwhelm that little brain of yours. You'll need a few things to rebuild the antenna at the garage. First on the list is plasma. The woods are littered with plasma generators. Look for a research trailer or a spark tower. That's those antenna things zapping you when you get too close. Both are always accompanied by plasma generators. So, wir sollen einen Plasmagenerator finden. Okay, ja komm. Auf geht's. Go, go. Go. Ich bin nervös. Ich bin nervös. So, was haben wir denn hier? Your device is picking up on some plasma generators nearby. Your headset has a built-in scanner. Use it on the plasma generator and it'll figure out the tools you need. Limlice. Okay. So, da ist ein Plasmagenerator, oder? Okay, der Wagen rollt nicht, von daher lasse ich das jetzt mal so. Das ist ein Plasmagenerator. Dann scannen wir ihn mal. Looks like it's ripe for the picking. Can't get at it with your hands, though. An impact hammer will do the trick. Super. Impulshammer. Wir haben doch ein Impulshammer Headset Operating System, ja. Baupläne. Baupläne. Impulshammer. Metallschrott haben wir. Wir brauchen eine Glasflasche. Glasflasche müssen wir noch selber herstellen wahrscheinlich. Und Zahnrad.
So, anheften. Find those materials by any means necessary. No one's coming back ever again, so go on and take what you need. Transports, okay. Homes, outposts, facilities, they've all been abandoned since the zone was decommissioned in 87. Most of those structures won't even be there the next time the instability scrambles the area. So loot to your heart's content, just loot away. Look at you, out in the zone all on your own. They grow up so fast, don't they? And Oppy, back at the helm. Been a long time, old gal. Didn't think we'd, talk again after that whole Sasquatch incident. Yes, I was hoping to go another decade without hearing your voice again. What did you finally talk Francis to death? Hello to you too, Oppy. And no, I'm still here. Stofffetzen, okay. So, alles immer schön gleich verstauen. Okay, ich glaube, jetzt haben wir hier alles raus. Sieht so aus, jawohl. Dann. Halt, da war doch was. Nein. Dann gehen wir da vorne noch rein. Irgendein Brummen. Da ist eine Scheune, da schauen wir auch gleich nach. Also, ich muss da irgendwo eine Möglichkeit haben, Licht. Also irgendwo brauche ich doch Licht hier, wartet mal. Ich muss mal kurz reinschauen, ob ich irgendwo eine Lampe habe. Tastenbelegung. Ach, hier unten sind sie ja. Scheinbar haben wir kein Licht. Okay, dann. Kann ich das auch alles nehmen? Mit T, ne, mit Leertaste kann ich es verschieben und dann packt das auf die Stacks, die ich schon habe. Ist ja schon mal gut. Da ist noch ein Rucksack. Eine Kiste. Kupferdraht, okay. Hey, Driver! I bet you're dying to hear all about the remnants by now. Can you not? I'm a little busy trying to keep them alive. I'll keep to the basics, I promise. They deserve to know what they're getting into. Fine. I'm giving you 60 seconds. That is not nearly enough time to get... 55 seconds and counting. Okay. The remnants, in short, they're old objects that do all sorts of weird things. They bind themselves to people, and you're the latest victim. You and the car are inseparable now, so get acquainted. Once the remnant is bound to someone, they become gradually more obsessed with it. It takes over the victim's mind, until they go crazy and run off into the zone with it. No one has ever been able to resist its siren call. That fixation is probably worming its way into your brain as we speak. This is the first time we've ever got our hands on one. But we know all about the past remnants, and oh gosh, this one time it materialized as an old copper kettle, and the tea that came out of that thing, it was... And now I'm splitting the transmissions going to your receiver. Anything critical to your immediate needs will broadcast directly and immediately to your radio and headset. Anything not mission critical will be on a low priority frequency. Those transmissions will be recorded and indexed for you to listen to at your leisure. And by low priority, I mean just about everything that comes out of Tobias's mouth. Okay, also, irgendwie hat sich das Auto uns jetzt halt als
Verbindungspartner ausgesucht. Das können wir nicht öffnen. Aber wir müssten es doch eigentlich... verschrotten können. Ah, okay. So, haben wir denn inzwischen, was wir brauchen? Wir sollen, wir haben die Teile, glaube ich. Wir sollen einen Impulshammer bauen. Mit Hilfe der Werkmatte im Kofferraum. Ah, dafür haben wir die eingepackt. Das hilft auf jeden Fall. Ich war gerade ein bisschen still während des Gequatsches. Versuche ich natürlich nicht reinzuquatschen. Impulshammer. Uns fehlt noch ein Zahnrad. Es fehlt noch ein Zahnrad. Ich habe doch einen. Wir brauchen zwei Zahnräder. Warte mal, kann ich ein Zahnrad nicht herstellen? Also wollen wir mal schauen, ob wir ein Zahnrad herstellen können. Zahnrad. Aus Metallschrott. Natürlich, schaut mal. Okay, jetzt können wir einen Impulshammer herstellen. Da ist er. Oh Gott, jetzt haben wir ein Problem. So, jetzt ist er ausgerüstet. Zerstöre Plasma-Generatoren, um Material zu erhalten. Alles klar. Dann mal to. Und wir kriegen Glasscherben. Alles klar. So, jetzt haben wir ein Plasma. Leider war hier nur dieser eine Generator. Oder versteckt sich da noch einer, weil hier ist ja auch irgendwie... Nee. Natriumdampfleuchte mit Handstaubsauger. Okay, es gibt auf jeden Fall viele Informationen. Und einen Handstaubsauger haben wir eh nicht, also können wir da jetzt auch nichts machen. Jetzt müssen wir einfach weitere von diesen... Da hinten kam ich übrigens nicht rein, da ist ein Zaun um das Haus. Haben wir hier noch irgendwas? Ne. Ja, dann fahren wir weiter. Ich hab's laufen lassen, das ist natürlich für den Sprit nicht so toll, aber wir haben noch genug. So, wir fahren jetzt weiter auf der Suche nach Plasma-Generatoren, um sie kaputt machen zu können und Plasma zu finden. Wow, 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 wow. Wait a minute, was? What? Okay, wir fahren. Was ist das bitte? Wir fahren mal hier ganz schnell vorbei. Okay, es hat uns entdeckt. Wir fahren schneller. Ist es hinter uns? Nein. Oh Gott, es hat uns am Haken. Was mache ich jetzt? Nein, wo zieht es mich? Ah. So. Ich kann nicht sehen. Aber es scheint weg zu sein. Okay, wir möchten auf keinen Fall in die Nähe der Blitze kommen. Ich bleib mal hier stehen. Leg mal im Parkgang ein. Lass den Wagen mal laufen. Warum haben wir kein Schiebedach? Was ist das denn? Oh mein Gott, eine Lampe. Wie cool ist das denn? Das hätte ich eher wissen müssen. Was ist das? Ah, das ist Radiofrequenzen. Okay. Weiß ja nicht, was das genau ist. Das sind Fähigkeiten, die wir ausrüsten können. Weiß ich jetzt noch nichts drüber. Okay, wir steigen aus. Ja. Eigentlich wäre es besser, mit dem Auto näher ranzufahren, wegen faradäischer Käfig und so. Aber wir versuchen es mal so. Komm. Was soll passieren? Also, dieses fliegende Ding gerade, das hat uns irgendwie an den Haken genommen. So, jetzt hat sich's hier auf jeden Fall schon mal ausgeblitzt.
ist es wieder. Da hinten fliegt es irgendwie rum. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wahrscheinlich eins von diesen Relikten, so wie unser Auto auch ein Relikt ist, das sich jetzt irgendwie mit uns immer mehr anfreundet und verbindet. Was natürlich super cool ist, aber irgendwie auch gruselig, weil wir stehen offensichtlich genau am Blitz. Das ist immer der beste Weg. So. Okay, jetzt haben wir 3 Plasma. Da ist unser 4. Bitte blitz mich nicht. Oh, da waren sogar 2 drin. Das ist cool. Dann haben wir nämlich alles, was wir brauchen. Well, looks like you're near one of the old Gorilla radio stations. That ought to be prime pickings for antenna parts. I've loaded its approximate location to your map. Look for an antenna tower up on a hill somewhere. Antenna Tower auf einem. Da. Sollen wir da hin? Nee, das ist die Werkstatt. Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Ich hab's nicht verstanden, Leute. Okay, Musik aus. Nee, das ist nicht die Werkstatt. Das ist unser Ziel, da sollen wir hin. Weil, Werkstatt ist eigene Karte. Wir sind hier auf einer ganz eigenen Karte. Okay. Gut, dann fahren wir da mal hin. Und hoffen, dass uns nichts passiert. Ich sollte dann einen Gang einlegen. Das fährt sich besser mit eingelegtem Gang. Wir können ja schon mal das Licht einschalten. Das wird nämlich gerade düster. Oh, my. Where are our manners? Driver, we never introduced ourselves. Not really. Tobias Barlow, former Artem maintenance manager. Oh, and here with me is Dr. Francis Cook. I was a R&D scientist researching limb technology right here in the zone. Whoa. We live right in the mid zone. Just a hop, skip, and a jump over another big old wall from where you're at. Oh, and that old bat over there? That's Dr. Ophelia Turner, former director of research and development herself. The mother of limb technology, the maven of electromagnetism. That's enough. Resident Party Pooper. Ja, ich habe gesehen, dass da noch was zum Looten wäre, aber nein, ich fahre jetzt weiter zum Ziel. Warte mal, sind die an. Ah, da oben ist schon wieder so ein Flugviech. Ich find's irgendwie gruselig. Aber jetzt sind wir gerade in der Lage vorbeizufahren. Oh, hier müssen wir scheinbar. Was? Moment mal. Okay, ach du Scheibe. Was ist denn hier bitte? Hier können wir gar nicht herfahren, oder? Wir sollten hier nicht fahren, glaube ich. Aber wir können hier weiterfahren. Ich glaube, ich hätte hier nicht hinfahren sollen. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, ich bin ein Idiot. Warum bin ich nicht die Straße weitergefahren? Weil ich einfach auf das Ziel zugehalten habe. Okay, wenn wir geradeaus fahren, kommen wir auf eine Karte. Das hier scheint Sumpf zu sein. Da kommen wir auf eine Straße, meine ich. Das hier ist doch eine Straße. Ja, wir sind wieder auf der Straße. Ich fahre jetzt auf der Straße weiter. Das ist ja Blödsinn. Einfach durch den Wald zu fahren. Okay. Ja, Leute. Pacific Drive. Ich finde richtig cool. Ich denke, wir haben auch einen groben Einblick in das Spiel bekommen. Ihr habt halt eben diese Mission, danach fahrt ihr zurück zur Werkstatt, da könnt ihr dann euer Wagen verbessern und ihr kriegt dann neue Aufgaben oder könnt selbst los irgendwelche Sachen holen. Jetzt glaube ich, müssen wir hier hoch. Und so rüstet ihr halt das Auto immer weiter auf und dann kriegt ihr irgendwann halt auch richtig coole, stabile Türen und so weiter und so fort. Wahrscheinlich auch mehr Lagerplatz, hier ist irgendwie Instabilität, man sieht es an dem grünen Geschimmere. Aber wir fahren trotzdem einfach weiter, weil wir ja badass mutig sind. Ich glaube, wir müssen hier noch weiter, ja. Wie gesagt, Pacific Drive. Ich hoffe, euch hat mein Angespielt hierzu gefallen. Und ja,
Wenn es was für euch ist, dann schaut es euch an. Steam-Link ist in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, alles Gute. Bleibt gesund. Hier halte ich an. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.